Hallo zurück und süßes und skizaures Zeit, weil heute ist wieder eine neue Folge da für dich. Let's Play Custom Quest. Zuletzt haben wir alle Häuser hier in dem Ort Fall Valley nach süßem oder saurem befragt. Und deswegen hat sich ein neues Türchen für uns geöffnet. So, aber hier habe ich scheinbar einige schöne Kleinigkeiten übersehen. Wie zum Beispiel die Ballons. Naja, waren doch nicht so viele. Naja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir einen neuen Weg, den wir begehen können. Sadie hatte nur eine Kampfmarke für uns, die wir uns natürlich zugelegt haben. Haben wir jetzt vielleicht für den Knaben hier noch was? Haben wir jetzt? Okay, eine süße... Klar, kannst du meine Crisp-Mause-Karte dafür haben. Juhu! Aufgabe erledigt. Du bekommst 200 Erfahrungspunkte. Yeah! Juhu! Haben wir das jetzt auch gemeistert? Yeah! Da kann man sich doch fast im Kreis drehen, vor Freunde. So... Oh, geht's hier weiter? Scheint fast so. Oder? Nee, doch nicht. Okay. Es schien fast so, als wenn man da weiter könnte. Mir schwebte nämlich vor, ich muss mich hier nochmal am Anfang ein bisschen umschauen. Wir haben ja noch zwei Gegner, die hier auf uns lauern. Wie zum Beispiel Knilchhase hier. Zu schade, dass du keine Zeit hast, dich zu wehren. So, ich befürchte nämlich da, ich glaube da oben war noch was Wichtiges, so ein kleiner geheimer Weg. Deswegen wollte ich jetzt nochmal dahin, aber jetzt steht uns natürlich erst einmal ein Kampf bevor. Auf das bittere Süße. Und sie haben das auch ja nur sozusagen gewünscht. Und wir sind Wunscherfüller. Zwar nicht vom Beruf, aber manchmal geht es auch auf. So. Zack, und Verteidigung. So, wen nehmen wir uns denn jetzt zur Brust? Erstmal hier den Speerwerfer. So, und ein normaler Angriff. Relativ unspektakulär bekommt er jetzt mittlerweile eine richtige Mütze. So. Und für alle, die jetzt erst zuschalten oder gerade erst einschalten, sollten wissen, auch dieses Add-on für Custom Quest wird ein Let's Play. Das kommt direkt in Folge. Also sowas von direkt in Folge, weil es so direkt gar nicht mehr gehen kann. So, so wie direkt der jetzt hier mal die Raketen abkriegt. Cubits, Grubits und Ice heißt das, glaube ich, genau. Ich weiß den Namen jetzt vom Add-on nicht. Auf jeden Fall das schöne Add-on. So. Schwupps. Und unser Sieg ist gewiss. 2100 Erfahrungspunkte, 100 Süßigkeiten, Popelriegel und irgendwas. Was aus Sabine? Irgendwas Dingens. Hier lief doch vorhin noch einer rum. Hier waren noch zwei Raben. Oder vertue ich mich da? Kommen wir da zufällig runter? Ah, so scheint's mir. Aber hier unten ist doch nichts. Warum sollten wir hier nach unten können? Merkwürdig. Eine wirklich merkwürdige Frage. Nein, ist jetzt wirklich. Ich dachte, da wäre noch was. Weil ich glaube, hier war noch irgendwas mit dem Kürbismenschen. Uah! Wusste ich doch, da ist doch noch einer gewesen. Überraschenderweise gibt es jetzt einen Mighty Morphin. Doch dieser komische Castweiler wird auch noch einen von uns auf den Deckel bekommen. Und wenn es das Letzte ist, was wir tun. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Genau, das sagte nicht nur schon Gargamel, sondern auch einige Nachrichten. Nur dadurch ist der Spruch ziemlich bekannt geworden. Und wenn es das Letzte ist, was ich suche. So. Tue, nicht suche. Zack. Weil ich bin mir noch nicht sicher, was ich nach Custom Quest machen werde. Ich habe da zwar was angedacht, aber ich bin mir noch nicht so sicher, ob ich das Let's Playen werde. Weil zwischenzeitlich, das habe ich jetzt noch nicht gesagt, habe ich auch mal versucht,
Joe Danger the Movie, also Joe Danger 2, zu Let's Playen, aber das ging ab einem gewissen Grad gar nicht, weil es viel zu anspruchsvoll war, das noch nebenbei zu Let's Playen. Also, zu kommentieren und zu steuern, das war ein bisschen blöd. So, 2100 Erfahrungspunkte, 100 Süßigkeiten und Zahnknacker. So, deswegen, Joe Danger hat 3 Folgen gehabt und dann habe ich das Let's Play auch direkt abgebrochen. Das habe ich nicht hochgeladen, ist auch nicht gerendert. So viel sei hier schon mal gesagt. Und ja, das war einfach. Ich wollte es zwar und dachte mir, das kann ja ganz witzig werden, aber habe ich nicht mitgerechnet, dass das so schwer ist zu Let's Playen oder sich schlecht Let's Playen lässt. Da könnte man zwar gutes Gameplay-Material daraus machen lassen und dass ich separat spiele, aber das hätte ich nachvertun müssen. So, allerdings habe ich gedacht, der Weg wäre jetzt hier frei. Ah, denkst du? Da kommen wir gar nicht raus. Was ist denn das jetzt, nü? Na, da gucken wir uns doch hier mal um. So, da kommen wir nicht hin. Kommen wir hier hoch? Na, nicht wirklich. So, da kommen wir auch nicht hin. Können aber die Ballons kaputt machen. Auch sehr schön. So. Ja, das war's hier eigentlich schon. Okay, dann muss ich mal in unser schlaues Büchlein gucken, wo wir unsere Aufgaben drin haben, weil ich check gerade nicht, was wir machen müssen. So, ich weiß noch, dass wir irgendwas mit der Kanonenkugel machen können und irgendwas durch den Gang da vorne können. So, setze dem hinterhältigen Süßigkeitenklau der Monster ein für alle Mal ein Ende. Ich glaube, Dorselia steckt hinter dem ganzen Chaos, gehe durch das Monstertor und finde einen Weg zu ihr. Verstickten Fall Valley, bla bla. Auf der Spitze des Jahrmarktes, auf der Kirmes, ist irgendwas faul. Ja, das haben wir ja schon gefunden. Finde einen ganz anderen Weg nach oben, erreiche die Spitze des Riesenrates. Okay. Da war irgendwas, also wie gesagt, ich hatte das ja schon mal gespielt, so jetzt fahre ich hier wieder rum, dass man den ablenken musste. Niemand außer Orso kann dieses Unternehmen probieren. Wenn wir diesen Idioten vorbeikommen, dann müssen wir den Riesenrad vorbeikommen. Okay. Haben wir zufällig ein Kostüm, womit wir da an ihm vorbeikommen? Vielleicht mit dem Ninja. Nee, da kommen wir nicht an ihm vorbei. Ah doch, Tatsache. Ich werde nun erstaunlich einen Stunt tun. Süß, er sieht uns nicht. Schaut nicht auf euren Nachbarn, denn er wird explodieren, wenn er diesen Wahnsinn sieht. Genau, diese Knollnase. Was ist denn? Kommt schon, Lucy. Nur noch ein paar Berechnungen. So, ich hab's Algebra. Oh, das Mädchen hat gesagt, Algebra auskennt. Oh. Wow. Du. Ninja. Bam. Du. So, ich hoffe, wir kriegen das jetzt hin, wenn wir einen nicht so toll ausgerüstet haben. So, ich würde dann sagen, kümmern wir uns direkt um den Kreuzballer Mönch. Der Ninja ist ja eigentlich ja schon sehr stark. Oh ja, 128 ist ja schon ein ordentlicher Schaden. So. Und da noch. Ah, schade, dass wir den jetzt schon platt haben. Aber das macht nichts. Aber da hätten wir den Angriff ein bisschen optimieren können. Greift natürlich den an. Ach, verdammt. Aber der Ninja kann ja doch was wegstecken. Das ist doch ganz gut. So. Timing. So, dann kriegt er von uns dort den Ritter auch nochmal einen um den Deckel. Und ich hoffe, dass wir den jetzt platt kriegen. Nee, schade. Aber dafür kriegt der Grubbenwächter jetzt einen zurück. Wenn wir kontern. Und wieder der Angriff geht auf Reynolds Ninjas Kostüm. Ach, das ist doch shit, bitte. Was? Na dann, Anna. So, und Timing. Und er ist wach. Komm, machen wir das einmal hier mit. Weil der Ninja macht die meisten Schaden, das Pony als zweitmeister, glaube ich. Oder den zweitgrößten Schaden, wenn es heißt. So. Und immer wieder auf den Ninja. So, ich spare mir jetzt einfach den Supermove von dem. Der benebelt die Gegner einfach nur und, naja, bringt nicht so viel. So, 2100 Erfahrungspunkte, 100 Süßes, Tubenschmaus und alte Finger. Oh, der Rabe ist aber stark.
Danke, dass, Sanjay, danke, dass du mich gerettet hast. In Ordnung, Leute, halten wir uns Ausschau nach irgendwas. Da, da. Oha. Aha. Sag noto vedello roboto. Ah. Da müssen wir hin. Kommt schon, lasst uns von hier runter. Was empfiehlst du für einen Abstieg? Genau diesen. Wir haben es geschafft. Ich bin froh, dass wir einen schlauen Weg gefunden haben, vom Riesenrad herunterzukommen, der sowohl plausibel als praktikabel ist. Nun gut. Nun gut, ich bin bereit, meinen Clown-Glauben dieses Mal eine Seite zu schieben, zur Seite zu schieben. Miau, wuff, neues Kostüm. Neues Kostüm, ja. So, die Mieze-Tatze-Tatze haben wir jetzt. So, vielleicht kriegen wir von dem jetzt ja noch was, als Dankeschön dafür, dass wir sein Riesenrad gerettet haben. Ich habe nie zuvor gesehen, wie jemand so einen Riesenrad eingestiegen oder von da ausgestiegen ist. Das war der Wahnsinn! Ja, das war spektakulär, wo wir da hin sind und wie wir dann ausgestiegen sind. Oh mein Gott. Also ganz ehrlich, das habe ich bisher noch in keinem anderen Spiel so gesehen. Jongli. So, hallo. Ihr habt, ich hab mich verspottet. Ihr Namen auch so für immer in den Dreck gezogen. Das wird man mir nie vergessen. Ich schwöre euch, dass ich mich eines Tages rächen werde. Tut uns leid, dass wir deine Nummer ruiniert haben, Orso. Aber wir mussten das tun, um diese Kinder zu retten. Ach, schon gut. War nicht ernst gemeint. Ich wünsche euch Kindern ein fröhliches Halloween. Wow. Er hat das ziemlich gut weggesteckt. Naja, der steckt wahrscheinlich auch so manch anderes weg. Vielleicht, weiß ich nicht. So, als Mieze-Tatze tatzen wir mal hier so rum. Und schleichen uns vielleicht hier durch. Beobachtung, dieses Monster hatte einen Zauber benutzt, um einen Eingang zum Illuminieren und zu enthüllen. Ja, Illuminieren ist gut, enthüllen ist noch besser. So, wie Magie. Ein neues Gebiet. Zack, zack, zack. So, hier haben wir wieder ein neues Kind. Und die möchte... Und wie heißt sie schon nett? Diese kleine Rebecca. Oh, hallo. Ich brauche eine Einhorn-Pellets-Halloween-Karte. Hast du die? Ja, ich habe eine. Hier, bitte. Oh Mann, du brauchst keine von meinen Karten? Schon okay. Nimm sie trotzdem. Mir egal. Wow, du bist so nett. Danke. Yeah. Aufgabe erledigt. 200 Erfahrungspunkte. Wir haben es ja jetzt mal richtig üppig. Wir brauchen und bekommen nicht mal mehr was. Hallo. Miguel. Sei gegrüßt, ordentlicher Bürger. Ich habe keine Angst. Ich bin auf Patrouille. Zack. Ja, das glaube ich dir. Oh, wen habe ich denn da gesehen? Hallo. Kijel. Ha. Ich habe dich gefunden. Ich meine, du hast mich gefunden. Hey. So, was haben wir denn hier Feines? Eine Höhle? Aha. Da geht's raus und hier ist, glaube ich, noch so ein Seitenarm. Genau. Was ist denn hier drin? Kostümmaterial bekommen. Schwarzer Stoff. Aha. Wofür ist denn dieser schwarze Stoff? Stoff. Das würde mich ja jetzt gerne mal interessieren. Ah, für den Vampir. Ah. Oh, das wird ein herrliches Geschenk für uns. So, haben wir denn jetzt mittlerweile alle Stickers? Ah ja, wir haben alle Sticker. Nice. Na, wenn wir da mal nicht alles haben, dann weiß ich auch nicht. So, was fehlt uns denn noch an Kostümen? Ein mysteriöses Einzelnes. Aha, Fokus speziell, Magiekampffähigkeit, das lese ich jetzt nicht vor. Das können wir uns einfach denken. Das ist einfach nur eine Beschreibung des Kostüms. Ah, hier kämen wir dann raus. Aha, aha, aha. Okay, dann können wir wieder zurück. Da geht der Weg nämlich ein bisschen schneller wieder zurück. So, uns fehlen nur noch 600 Erfahrungspunkte, dann sind wir Level 9. Sauber. So. Na, jetzt kommen wir nicht am Baum vorbei. Hallo. Achso, das war Rebecca.
Das war die kleine Rebecca vom Bäcker, der Bäcker, der Bäcker, wann? Oh, 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 oh. So, ich wechsle mal wieder. Ah, wobei, ich kann das ja mal auswählen. Doch der Kampf, den wir mit diesem Casweiler anlegen, sieht nicht nur sehr gut aus. Wir werden ihn nicht nur niedermetzeln und mit unserer katzigen Plüschigkeit niederringen. Vielleicht ein Wollknäuel auf ihn kotzen, aber das erfahren wir erst morgen. Wenn es wieder heißt, Süßes und sonst gibt's Saures bei Let's Play Custom Quest. Bis morgen. Tschüssi. Und dann kriegt er einen auf die Mütze. Der Mützenfranz da.